Ja, hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Ich habe mich hier kurzfristig verabredet mit dem Frankfurter Sabah Bolagi, der, man sieht es, keine sonderlich gute Laune hat und uns heute auch keine besonders guten Nachrichten überbringt. Sabah, was ist der Grund dieses kurzfristig anberaumten Interviews? Ja, PFL hat es ja schon announced. Ich habe oder musste den Kampf absagen jetzt gegen Bubba Jenkins und damit meine Chance aufs Halbfinale für die PFL Season 2022 aufgeben. Das ist natürlich ein Tiefschlag, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das war im Prinzip jetzt die Chance deines Lebens. Warum musstest du da absagen? Ja, ich musste mich meinem Körper ergeben und ja, habe eine Verletzung, habe Probleme mit der Halswirbelsäule, die ich ja schon seit längerer Zeit habe, aber aktuell so akut, dass ich einfach kein Camp absolvieren kann, geschweige denn überhaupt Kampf antreten kann. Du sagst, die Probleme schon länger, beziehungsweise was genau sind das für Probleme? Also Halswirbelsäule klingt natürlich jetzt erstmal nicht nach einer Lappalie. Was genau ist da, liegt da im Argen? Also siehst mir nach, du siehst jetzt auch Natürlich. nicht gerade aus, als wärst du fit wie ein Turnschuh. Ja, also es ist so, dass ich hatte ja 2007 schon einen Bandscheibenvorfall in der HWS, also in der Halswirbelsäule, und kenne das. Und vor ja, 3,5 Wochen, 4 Wochen kamen diese Probleme, die ich damals hatte, auch wieder. Ja, ich habe es befürchtet. Ich habe direkt gegengesteuert, habe mich aus dem Training genommen, bin zur Physio gegangen und so weiter. Das wurde dann alles so schlimm, dass ich nachts einfach nicht mehr schlafen konnte. Wer mal einen Bandscheibenvorfall hat, weiß, wovon ich rede. Also vor allem in der Halswirbelsäule. Wenn ich in der Waagrechten liege, kann ich meinen Kopf nicht halten, geschweige denn drehen. Dann ist es natürlich auch nach 2 Wochen, nachdem ich dann immer mal wieder versucht habe zu trainieren, in die Schultern und Arme ausgestrahlt. Und dann haben wir uns dazu entschieden, zu sagen, alles klar, um überhaupt irgendwie noch auch medizinisch gegenzuarbeiten, muss ich nochmal in ein MRT. Und ja, da haben wir dann halt gesehen, dass ein akuter Bandscheibenvorfall schon wieder vorliegt, dass ja weitere natürlich vorhanden waren. Das ist allerdings für einen Athleten ja aus meiner Sportart, speziell aus dem Ring, und auch mit meiner Historie nicht ungewöhnlich. Auch die MRT-Bilder sahen normal aus, was allerdings nicht gut bedeutet. Ja, und jetzt ist es halt aktuell einfach akut gewesen. Und nach langen Diskussionen hin und her mit dem Trainerteam und dann auch natürlich mit dem Nils und Management und mit meinem inneren Ich, ja, haben wir uns dann halt entschieden, dass wir das so nicht vertreten können. Also ich habe ja 3 Wochen eigentlich so gut wie gar nicht trainieren können. Und dann gab es halt innerlich auch immer so dieses Hin und Her, so ey, egal, scheiß drauf, geh rein, baller, Hände hoch und einfach durch, musst eh alles geben. Und dann natürlich, wenn du morgens aufstehst und so den Kopf halten musst, um hochzukommen, wenn du denkst, ey, wie willst du so gegen einen der besten Athleten der Welt bestehen überhaupt? Also wenn ich mir nicht mal Socken anziehen kann. Ja. Also ich glaube, das ist eine Entscheidung da, also das bedarf überhaupt keiner Rechtfertigung. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen, dass man mit so einer Verletzung nicht in den Kampf geht, schon gar nicht gegen einen der absoluten Turnierfavoriten auf einer der größten Bühnen der Welt. Und also zumal ich mir vorstellen könnte, dass das ja auch noch medizinische Folgen hätte haben können, hättest du diesen Kampf bestritten oder nicht? Also das wird ja sicherlich nicht besser dadurch. Also besser wird es nicht mehr und besser wird es auch in diesem Leben leider nicht mehr. Okay, was heißt das für dich? Und Genau. deine Karriere? Darauf will ich jetzt erstmal keine Antwort geben. Weil du es nicht weißt oder weil du das Ja, erstmal selber noch verarbeiten musst? weil ich es nicht weiß. Weil ich es noch nicht weiß. Wie gesagt, also Stand der Dinge, beziehungsweise klar ist, besser wird es einfach halt nicht mehr. Ne? Also Bandscheibenvorfälle verschwinden nicht.
die trocknen aus, die beruhigen sich, aber die hauen halt nicht ab und regenerieren nicht. Das hab, also auch mein 5-6 war ja immer noch da oder ist da. Also jeder Bandscheibenvorfall bleibt und vor allem sichtbar oder zwickt und so weiter. Und ja, man muss man jetzt einfach gucken. Erstmal jetzt den beruhigen lassen und dann gucken, wie es weitergeht. Ich bin kein Arzt und ich bin kein Chiropraktiker und auch kein Wirbelsäulenexperte, aber ich weiß, dass man Bandscheibenvorfälle in manchen Fällen fused, also versteift sozusagen. Ist das etwas, was möglich ist oder macht man das in dem Bereich eher nicht, weil du ja den Kopf auch bewegen musst und so weiter? Was gibt es da für Behandlungsmöglichkeiten? Also es gibt natürlich die konventionelle, das ist halt einfach austrocknen lassen, Muskeln stabilisieren und so weiter. Ich natürlich dann auch ganz naiv fragte, ja, soll ich ein bisschen Muskeln aufbauen? Und dann meinte der Arzt, ja, Junge, wo willst du hin? No, noch mehr, ja, ist klar. Ja, dann kann man natürlich operieren lassen und so weiter. Viele Ringer, unter anderem auch Yoel Romero hat sich ja operieren lassen an der HWS. Ist natürlich eine Option, ob man das Ganze dann noch möchte und dann noch weiterkämpfen möchte mit einem steifen Nacken und so weiter. Ist mal dahingestellt, deswegen ist da noch so eine Sache. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht, also, das letzte Mal 2017 ist ja auch gut gegangen danach. Konnte ja dann auch wieder trainieren, immer wieder. Es ist halt ein ständiges Auf und Ab. Also, man ist natürlich anfälliger für Muskelverspannungen. Aber trainieren lässt sich. Die Frage ist halt nur, auf welchem Niveau dann noch. Also vielleicht noch für alle Zuschauer, die nicht ganz so im Thema stecken, HWS bedeutet Halswirbelsäule, das ist also der obere Teil der Wirbelsäule, der Teil im Nacken, der nun also nicht ganz unwichtig ist, auch für den Alltag, muss ich sagen. Also jetzt mal abgesehen vom Thema Sport und Leistungssport und so weiter, schränkt dich das im Alltag jetzt irgendwie ein? Du hast vorhin beschrieben, dass du den Kopf so halten musst, wenn du aufstehst. Ist das etwas, was so bleibt, oder ist da eine Besserung zu erwarten? Also es geht jetzt schon besser. Also ich habe jetzt auch schon die letzte Woche, wir haben natürlich auch damit Spritzen gearbeitet und die Entzündung ein bisschen zu stillen. Eingeschränkt bin ich immer noch, was das Drehen angeht. Ist beim Fahrradfahren und Autofahren nicht so ganz geil, wenn man sich so zur Seite drehen muss. Also Schulterblick war in den letzten Wochen nicht so gegeben. Ja, also wie gesagt, das sind aber auch alles noch Spekulationen und natürlich sitzt jetzt der Schmerz tief und vielleicht ist alles auch ein bisschen pessimistisch gerade, aber nee, keine Ahnung, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Alles gut. Also momentan habe ich auch noch den Fokus der Bundesliga jetzt Ende des Jahres und dann gibt es natürlich auch noch MMA-Veranstaltungen. Also ich weiß es alles gerade gar nicht. Alles ist, also momentan tut es einfach noch weh. Also das kann ich absolut verstehen. Umso ja, mehr Respekt zolle ich dir dafür, dass du hier heute noch dieses Interview gibst. Ich glaube, da hast du momentan eher andere Sachen auf dem Schirm. Ist das entstanden im letzten Kampf oder gab es das sogar vielleicht vorher schon oder ist das im Training passiert? Wann trat das auf? Also gemerkt habe ich es im Training, in einem Training, was eigentlich relativ locker war, dass es einfach hinten so gefühlt alles zugegangen ist und es hat sich halt angefühlt, als ob ich mir einen Zug geholt hätte. Ich denke, dass das eigentlich eher so über die Zeit einfach gekommen ist, als Verschleißerscheinung. Ja. Gab es eine Rückmeldung von der PFL, was das Thema angeht? Haben die, ich sag mal, etwa in Aussicht gestellt, dass du nächste Saison dabei sein könntest, wenn du sozusagen medizinisch das machbar wäre? Wie haben die sich dazu geäußert? Weiß ich nicht. Also da bin ich nicht involviert. Das hat der Nils gemacht und ist da momentan noch dran gewesen. Also war noch dran und hat mir da noch nichts gesagt. Das Gespräch haben wir nicht geführt. Okay, also Nils Schlegel, dein Manager. Also, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber also ich muss die einfach stellen. Du bist aus meiner Sicht einer der talentiertesten Sportler, nicht nur Kämpfer, sondern Sportler, die wir in Deutschland haben. Und du hast ja vor einigen Jahren diesen Wechsel zum MMA gemacht mit sicherlich großen Zielen und irgendwie wirkst du so ein bisschen wie vom Pech verfolgt, weil immer wenn du so an der Schwelle stehst zum ganz großen Wurf, dann gibt es irgendeinen Rückschlag, der gefühlt unverschuldet ist. Also ich erinnere mich an den Kampf Lom Ali, einer der besten Kämpfer aller Zeiten hier in Deutschland, große Bühne, knappes Ding verloren.
So, dann der Titelkampf bei NFC. Enge Kiste gegen Sascha Sharma, enges Ding verloren. Jetzt dieses PFL-Ding, schwierig reingekommen in den ersten Kampf. Trotzdem noch alles drin, alles möglich, alles noch zu holen gewesen. Und jetzt spielt dein eigener Körper dir sozusagen da übel mit. Wie packst du das mental? Also vor allem ja nicht nur dieses mit, also nicht nur sportlich immer wieder so kurz davor knapp gescheitert, irgendwas dazwischen gekommen. Der Kampf vor Lom war ja auch da vor diese 5 Knieoperationen mit den Streptokokken drin, seitdem das Knie eingeschränkt, anschließend der Bandscheibenvorfall 2017, dann 2018 den Kieferbruch, anschließend die Hand gebrochen und so weiter im Training. Also immer wieder kam was rein, gerade hat man so ein, zwei Siege wieder eingefahren, ist wieder so in einem Lauf, kommt eine Verletzung rein, die einen mal so Monate raushaut. Und ja, ich habe schon gesagt, so, warum sollte es jetzt im größten Event oder in der größten Chance meines Lebens am Peak anders sein? So, warum sollte es da jetzt gerade gut laufen? Und tja, was ich halt immer gemacht habe, ist so, also man steckt halt nicht drin. Das war übrigens 2011, als ich dritter Europameister geworden bin und dann so als Favorit und auch mit guten Chancen in die Olympia-Quali starten sollte, mein Kreuzband riss und damit halt London 2012 absagen musste. Ey, also jedes Mal war es so, okay, unverschuldet, man steckt halt nicht drin, sowas passiert, keine Ahnung. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich passe eigentlich extrem auf meinen Körper auf. Vielleicht hätte ich es mal nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich mal mehr an der Wodkaflasche nuckeln sollen und sowas. Macht Sinn, habe ich gehört. Also, Und, ja, einfach gesagt, so, ey, ich mache einfach weiter, ich mache einfach. Ich ziehe einfach durch, scheiß drauf. Einfach durchziehen, durchziehen, durchziehen. Aber das letzte Mal, die letzten Male haben schon sehr gezerrt. Also es hat schon an den, ja, mental gezerrt und keine Ahnung. natürlich, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Selbst Nichtsportler können das verstehen. Also erstmal dieses Thema an der Wodkaflasche nuckeln, das würde ich dann vielleicht an deiner Stelle lassen, weil das Ergebnis ist dann sowas hier. Ich, also, Welche Verletzungen hast du denn? wenige, aber ich trainiere. Ja, gut, aber und darauf will ich jetzt zu sprechen kommen. Ich meine, das lässt sich natürlich von einem, der einen Großteil des Tages auf der Couch verbringt, leicht sagen. Aber also jedes Mal, wenn ich im MMA Spirit bin und wir waren ja ein paar Mal dort in den letzten Jahren und Monaten, dann beobachte ich so das Training dort und gucke, was da auf der Matte abgeht. Und natürlich trainieren dort alle hart. Aber wenn einer mit Abstand am härtesten trainiert, die Wiederholung im schnellsten Takt durchzieht und hinten draus immer noch mal eine Übung dranhängt und noch eine Wiederholung dranhängt und danach noch mal selber ein paar Drills für sich durchgeht und so weiter, dann bist du das. Und ich glaube, das ist natürlich einerseits, also so eine Arbeitsmoral ist natürlich wichtig, wenn man es an die Spitze schaffen will. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese alte Ringerschule, immer noch einen draufsetzen und immer noch härter trainieren. Aber glaubst du, dass du deinem Körper da vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel zugemutet hast? Ich meine, klar, achtest du auf deinen Körper, du ernährst dich gesund, du regenerierst gut, du machst im Prinzip alles, was man machen muss, aber du trainierst halt auch extrem hart. Ich habe immer, also was heißt immer? Ja, natürlich trainiere ich hart, mache und tue, aber auch alles sehr smart. Also es ist wirklich alles so im, gut, sehr, sehr im Rahmen. Und ich habe damals 2000, boah, 7, 8 war Joel Romero bei uns in Deutschland, war ja in Deutschland und hat mit der Nationalmannschaft mittrainiert. Und da waren wir auf dem Lehrgang gewesen in Hennef, in der Sportschule. Und dieser Mensch hat einfach nicht aufgehört zu trainieren. Also das, was wir am Tag trainieren, hat er Pause gemacht, so. Und ja, wie du sagst, so alte Ringerschule, jein. Ich denke, die Jungs, die da am oben sind, die oben sind und oben stehen, sind natürlich fleißig. Und auch talentiert. Natürlich sind es nicht alles die besten und fleißigsten und krassesten Kämpfer oder Athleten. Das ist ja sportartenübergreifend, sondern ich denke, das sind die, die den Weg einfach am unbeschadendsten, ich denke, jeder hat seine Blessuren,
durchlaufen hat oder überstanden hat. Und ja, früher wurde auch immer gesagt, ich habe es nicht verstanden, weil man ist ja jung und unsterblich. Aber Karrieren sind ein Marathon. Und wer und da Abus hat es auch letztens in einem Podcast gesagt, zwar, ich weiß gar nicht mehr, welcher der war, oder in dem Videoblog oder so, oder eine Frage beantwortet. So, das Kontinuität. Also trainier, mach und tu, sei geduldig. Der Erfolg wird schon irgendwann kommen und so. Und dann halt einfach dieses Durchziehen. Und ja, wie du sagst, ich bin so ein Typ. Ich abarbeiten. So Kopf ausschalten, abarbeiten. Immer wieder, wenn du überall eine Schippe draufsetzt, bist du jedem anderen eine Schippe voraus. Wenn es eine Wiederholung ist, eine Liegestütze mehr. Ob das das am Ende ausschlaggebend war, weiß ich nicht. Okay, aber ich habe so ein bisschen rausgehört, du hast es selbst gesagt, die Bundesliga läuft noch, beziehungsweise das Ende der Bundesliga steht ja noch an. Es gibt MMA-Veranstaltungen in Deutschland, auch das hast du gerade erwähnt. Das heißt, du planst schon in der nächsten Zeit erstmal noch damit wieder aktiv zu sein. Also so sehr vertraust du dem Körper schon, dass du jetzt in den nächsten, ich sage jetzt mal Monaten so über den Daumen, wieder in Aktion bist. Ich sag mal so, ich habe natürlich über alle Optionen und alle Wege nachgedacht. Oder sind mir die Ideen, also die Gedanken waren natürlich in meinem Kopf. Allerdings, was soll ich machen, außer jetzt daran festhalten? Also wenn ich da jetzt auch loslasse, dann ist ja einfach nur noch ein Loch erstmal. Und wie gesagt, jetzt ist natürlich alles sehr frisch und tut natürlich alles weh, und wenn ich da jetzt nicht sage, so alles klar, ich habe ein Ziel, wo es jetzt in welche Richtung es jetzt geht, ja, dann wird das Ganze gerade alles noch schlimmer. Nee, also ich ziehe einfach weiter durch, mach und tu, und dann werden wir in den nächsten Monaten, Wochen sehen, halt, wie es weitergeht. Es muss auch noch in mich reinhören und so weiter. Also es ist, so eine Verletzung ist ja nicht von jetzt auf gleich und dann entscheidet man direkt, sondern es ist ja immer wieder ein Anlauf, den man nehmen muss. Also erstmal kommt das Loch und dann muss man kurz, ja, erstmal wieder aufstehen, Anlauf nehmen und dann gucken halt, ob man da wieder in die Spur kommt. Allerdings hat man halt seine Ziele und auf die ziehe ich mich jetzt. Also erstmal allergrößten Respekt vor diesem Mindset. Ich glaube, das ist es am Ende des Tages auch, was ein Sieger von einem Verlierer unterscheidet oder was ein Topmann von jemandem unterscheidet, der vielleicht irgendwo im Mittelfeld stecken bleibt, Verletzungen hin oder her. Und du sagst es natürlich. Jeder hat seine Ziele und also natürlich war dein Ziel schon immer, international auf der Weltbühne mitzumischen. Und das hast du dir aber bewahrt. Das habe ich mir bewahrt, ja. Also daran halte ich fest. Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Saba, dann danke ich dir nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich denke, das war nicht unbedingt dein leichtestes Interview. Für mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich wünsche dir alles, alles Gute, gute Besserung vor allen Dingen. Und ich hoffe, dass du aus diesem Loch, so wie du es beschrieben hast, schnellstmöglich rauskommst und ja, zur alter Stärke zurückfindest. Dankeschön. Ich danke dir, Marc. Saba, wir sehen uns. Mach's gut. Wir sehen uns. Oh, yeah.